Ein Sprudelwasser, das ich tatsächlich, das mir richtig gut schmeckt. Wobei das, glaube ich, jetzt nicht ernsthaft wirklich am Wasser selber liegt, sondern vielmehr an der Mixtur der Kohlensäure, also wie viel Kohlensäure drin ist. Das ist für mich quasi genau die richtige Menge, dass es mir, also mir gut schmeckt. Denn wenn die Kohlensäure raus ist, schmeckt es genauso wie normales Leitungswasser halt auch. Was primär daran liegt, dass es halt Wasser ist. Und Wasser halt nun mal ohne Zusatzstoffe wie Fruchtaromen, Fruchtzucker halt immer nach nichts schmeckt. Aber beim Adelholzner Wasser muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es wahrscheinlich auch, also der zum Beispiel ist da viel zu viel Kohlensäure drin. Aber bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, dass da in jedem Wasser zu viel Kohlensäure drin ist. Wenn ich mal ehrlich bin. Also, da ist wahrscheinlich auch im Leitungswasser noch zu viel Kohlensäure drin, obwohl da überhaupt keine drin ist. Ja, deswegen hatten wir da früher eigentlich so einen Sprudelautomaten. Geht hier noch ein, zwei da runter? Ja. Eine Stufe weiter runter geht's noch und dann sind wir auf der Stufe, wo es endgültig dann sein wird. Okay, das Tal wird doch gut eng dann werden. Gut, ich kann ja die Wände noch einigermaßen versteilern. Das geht schon. Aber nicht unendlich weit tatsächlich. Muss ich dann langsam auch mal anfangen, dass ich die Wände steiler mache. Gott, ich sehe halt jetzt wirklich gerade gar nichts. Boah. Hilfe, ich sehe nichts. Also nicht nur, dass ihr jetzt quasi, also ihr habt ja wirklich mehr oder weniger schwarzen Bildschirm, ist ja furchtbar. Vielleicht probiere ich in der Aufnahme einfach, also dann in der Videobearbeitung, einfach das Bild, die Helligkeit hochzudrehen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Wie gut das da noch aussieht, ist die andere Frage. Aber es kann ja nicht wahr sein, dass ihr wirklich gar nichts seht. Vor allem, weil der YouTube-Player dann zusätzlich nochmal verdunkelt, muss ich eigentlich wirklich aufhellen. Weil man erkennt halt wirklich rein gar nichts. Also man kennt schon jetzt an der OBS-Spur. Das finde ich auch so genial in diesem Videoprogramm, dass man halt die Aufnahme direkt im Fenster rechts daneben gleich sehen kann. Ich habe noch Kohle. Crafte ich mir einfach schnell 16 Fackeln, die ich da hinstelle. Während ich da arbeite. Dass man halt die fertige Aufnahme quasi schon in Echtzeit durchlaufen sieht. Und man halt dann erstens direkt kontrollieren kann, ob was weiß ich, die Bildseitenverhältnisse stimmen. Ton überhaupt angeschalten ist. Die Helligkeit einigermaßen passt und lauter solche Sachen kann man halt direkt live schon während man gerade aufnimmt teilweise korrigieren. Und das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Das geht nicht mit jedem, weiß Gott, nicht mit jedem Tool. Das geht eigentlich mit fast keinem Aufnahmeprogramm, glaube ich, so gut. So einfach mit OBS. Muss ich zuerst mal einarbeiten, aber wenn man das dann mal hinter sich hat, das Programm ist genial. Vor allem, weil man letztendlich wirklich alles damit machen kann. Der Greenscreen Overlay zum Beispiel ist in OBS für mich persönlich wesentlich besser als in Sony Vegas, denn in OBS funktioniert das wie mit Alpha-Kanal in GIMP. Wenn ich sage Alpha-Kanal, dann kann ich festlegen, wo der Alpha-Kanal ist.
Und das gleiche funktioniert in OS auch im Chroma Key. Hier wird halt geguckt, wo ist genau, ist quasi wie in Paint, eine Markierung. Ja? Du markierst den Bereich mit exakt gleicher Farbe. Kann man in GIMP machen. Ich habe zwar Adobe Photoshop, aber ich nutze trotzdem GIMP, warum auch immer. Kann man aber auch in Photoshop. Aber in GIMP gibt es dieses Zauberstab-Tool und damit kann man wirklich Bereiche mit der exakt gleichen Farbe festlegen. Das funktioniert mit RGB-Code, da wird halt dann geguckt, wo ist denn der RGB-Code gleich? Und dann wird, oder halt in einem gewissen Toleranzbereich von was weiß ich, vielleicht 10 Werten. 5, ja gut, 10 ist schon etwas hart eigentlich. So 5 bis 7 Werte. Und dann markieren wir den Bereich. Und in OBS ist das mit Chroma Key genau das gleiche. Du hast hinten dran ein Greenscreen. Und da, wo du halt wirklich auf exakt diesen Wert kommst, und dann markierst du halt so die Farbe, die rausgemacht werden soll, ja. Und dann wird halt dann quasi wie in Photoshop oder GIMP, wenn man halt nach Farbe Bereiche erkennt. Erkenne diesen Bereich und tu den einfach raus. Tu den ausschneiden. Quasi zum Alpha-Kanal umwandeln. Ich will das gleiche, wenn man ein PNG mit Alpha-Kanal hat und dann einfach diese Farbe dann mit dem Radiertool wegradiert. Da hat man danach dann nichts mehr. So. So funktioniert das in OBS und somit kriege ich dann in OBS auch einen Greenscreen-Effekt zusammen. Mit Sony Vegas ist das allerdings nochmal eine extra Geschichte. Das ist nicht so unkompliziert, weil da hast du ein Problem. Da musst du deinen Greenscreen wirklich perfekt ausgeleuchtet haben, damit das überhaupt im Ansatz funktionieren kann. Denn Sony Vegas macht das nicht so, dass das Bild ausgeschnitten wird. So einfach radiert, sondern Sony Vegas setzt dem Ganzen nochmal eine Nummer drauf. Ha? Dass du deinen ganzen Videoclip, also quasi überall, diesen Farbwert rausnehmen, den du eingestellt hast. Das heißt, wenn du mit Blue Screen arbeitest, dann wird aus deinem Gesicht der Blau, so von RGB-Code. Alles mit RGB, es wird aus RGB alles zusammengesetzt. Und wenn du blau rausretuschierst, ja, quasi im Prinzip, wenn wir sagen wir mal, wir gehen vom Optimalfall aus und ein Greenscreen besteht aus oder ein Bluescreen. Ich habe ursprünglich angefangen mit einem Bluescreen. Ja, dann wird halt, wenn wir so sagen, es ist so genial ausgeleuchtet und die Kamera ist so super, dass es wirklich exakt ein einziger RGB-Code ist. Das kann man zum Beispiel erreichen. Das habe ich ja mit meiner alten fünfeckigen Maske, die ich ja benutzt habe, bevor ich den Greenscreen hatte. Hatte ich ja so eine fünfeckige Maske, war dann immer so schön da oben im Bild gehangen. Es ist blöd, ich deute ja bei mir jetzt nach rechts und das Bild, wo die festgemalt ist, im Video links oben. Es ist schon verwirrend. Auf jeden Fall, ja. Da oben war ja ursprünglich so eine fünfeckige Maske. Das habe ich auch bei Perina mit Sebo dann gemacht. Und naja. Da hatte ich dann tatsächlich, weil ja das ein Bild war, das ich mit RGB-Code gemacht habe, konnte ich dann halt quasi wirklich genau diese eine Farbe rausretuschieren. Und da ist es nicht aufgefallen, ha? Aber ich verrate euch jetzt mal in Sony Vegas Geheimnis: Sobald ihr da an den Werten einen Toleranzbereich drin habt, der größer als 5 ist, dann macht ihr euer ganzes Video damit kaputt. Es funktioniert in Sony Vegas nicht so wie in OBS zum Beispiel, dass halt einfach das Ganze ausgeschnitten wird. Sondern viel besser. Nicht. Es wird halt einfach aus dem gesamten Video, aus dem RGB-Code, das rausgefiltert. Das heißt,
Mit dem Bluescreen, den ich hatte, der war ja nicht, das war ja kein Bluescreen, das war eine blaue Decke. Wenn ich ihn dann rausgemacht habe, selbst habe ich dann erstmal am Rackham so rumgespielt, dass ich einen Kontrast hatte, sondergleichen. Ich sah aus wie ein Alien vom Weißlevel her, weil ich den Kontrast so hochgestellt habe, dass ich ein möglichst deutliches Blau habe, das sich vom Rest meines Körpers so genial abgesetzt hat, dass man wirklich meinte, ich stehe quasi hinter mir ist ein blauer Ozean oder blauer Himmel. Mit einer dunkelblauen Decke wohlgemerkt. Ja, hatte ich vor, ja, die Farbe ist jetzt relativ eindeutig. Das muss jetzt einfach funktionieren. Ich will euch ja vorstellen, es hat natürlich nicht funktioniert. Denn, erstens, der Toleranzbereich wäre noch viel zu groß eingestellt gewesen, damit das wirklich ohne Ränder rausgegangen wäre. Und zweitens, je größer du den Toleranzbereich hast, desto größer ist halt auch die, ja, die Farbcode, die rausretuschiert werden. Das heißt, je schlechter ausgeleuchtet, desto mehr verschiedene Grünwerte hat man ja. Und die werden ja dann bei OBS alle rausgefiltert. So. Das heißt, wenn du dann theoretisch ein grünes T-Shirt hast, das dunkelgrün ist und dein Greenscreen ist hellgrün, dann und du hast Frequenzüberschneidungen, ja, Lichtfrequenz, dann werden die auch rausgefiltert. Und jede Farbe besteht aus diesen drei Komponenten. Aber OBS markiert ja zum Glück Bereiche mit dieser Farbe und retuschiert sie raus. Sony Vegas macht das Ganze so, wie ich es gerade geschildert habe. Es streicht aus dem ganzen Bild die Frequenzbereiche raus. Das heißt, mein Pulli, der zum Beispiel, wenn man dann, optimales Beispiel, ein lila Pulli, Violett. Violett ist ja eine Mischung aus Blau-Rot primär. Ja? Und wenn du dann einem Bluescreen bist und mit einem Bluescreen arbeitest, dann wird der gesamte Rotkanal, also der gesamte Blaukanal, in dem Bereich deines Bluescreens, beziehungsweise in dem Bereich, den du eingestellt hast, Toleranzbereich wählt man ja eigentlich selber, wird das aus dem ganzen Video raus, das heißt, rausgeschnitten. Das heißt, dieser Frequenzbereich verschwindet dann auch aus deinem Pulli und der ist dann nicht mehr lila, sondern rot. Und weil das Blau fehlt, kommt dann auch der Grün wieder etwas durch und so kann es dann sein, dass aus einem lila Pulli, weil Blau fehlt, ein schön brauner Pulli wird, weil dann Grün eine so große Rolle spielt, dass dann die Mischung aus Rot und Grün bleibt und das ist dann sehr bräunlich. Und dementsprechend hat das nicht funktioniert. Das Blöde ist, dass auch mit dem jetzigen Greenscreen, der ja wohlgemerkt eigentlich sehr unanfällig ist, was Klamottenauswahl beträgt, also der Bluescreen hat auch funktioniert, allerdings nur mit roten oder weißen Hemden. Alles andere ging quasi nicht, weil der Kontrast zu niedrig war. Mit dem Greenscreen ist das jetzt nicht so, da muss man halt den Kontrast immer neu einstellen, aber ich kann prinzipiell, außer mit Grün, mit jeder Farbe vom Outfit aufnehmen. Das ist sehr vorteilhaft. Und das Ganze war dann halt auch so, aber selbst diese Genauigkeit reicht für Sony Vegas nicht aus. Denn dadurch, dass er dann wirklich auch der Grünkanal aus allen anderen verschwindet, ändert sich meine Gesichtsfarbe einfach mal, ja, so richtig. Deswegen habe ich auch, wenn ich eigentlich mit Sony Vegas nur mit Greenscreen-Effekten arbeiten will, kann ich das nicht. Ich kann mit Sony Vegas keinen Greenscreen-Effekt einbauen, weil ich keine Möglichkeit bisher gefunden habe,
wie ich das beheben kann, dass das so hässlich ist dann, ne? Das ist eigentlich schon sehr schade.